Jetzt steht Weihnachten schon wieder vor der Tür. Jedes Jahr derselbe Stress. Genießt nun mit uns unseren heutigen Sketch. Wir wünschen einen schönen ersten Advent. 7. Oktober. Schönster Altweibersommer. Noch immer tummeln sich die Menschen in T-Shirts und Sandalen in den Straßencafés und in den Biergärten. Bisher keine besonderen Vorkommnisse in der Innenstadt. Da plötzlich... 10.47 Uhr kommt der Befehl von Aldi-Geschäftsführer Erich B. 5 Paletten Lebkuchen und Spekulatius in den Eingangsbereich. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst reagiert Lidl-Geschäftsführer Martin O. eher halbherzig, mit einem erweiterten Kerzensortiment und Marzipankartoffeln an der Kasse. Edeka-Marktleiter Wilhelm T. hat die Mittagspause genutzt und operiert nunmehr mit Lametta und Tannengrün in der Wurstauslage. 16.02 Uhr. Die Filialen von Norma und Rewe bekommen Kenntnis von der Offensive, können aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht gegenhalten und fordern ein Weihnachtsstillstandsabkommen, wenigstens bis zum 10. Oktober. Die Gespräche bleiben ohne Ergebnis. Im Eingangsbereich von Obi bezieht überraschend ein Esel mit Rentierschlitten Stellung, während zwei Weihnachtsmänner vom studentischen Nikolausdienst vorbeihastende Schulkinder zu ihren Weihnachtswünschen verhören. Zugleich erstrahlt die Fassade im gleißenden Schein von 260.000 Elektrokerzen. Die geschockte Konkurrenz kann zunächst nur ohnmächtig zuschauen. Aber immerhin haben jetzt Teddy, Lidl und Netto den Ernst der Lage erkannt. Mittwoch, 9. Oktober, 9 Uhr. Edeka setzt Krippenfiguren ins Gemüse. 9.12 Uhr. Lidl kontert mit massivem Einsatz von Rauschgoldengeln im Tiefkühlregal. 10.05 Uhr. Bei Rewe verirren sich Dutzende von Kunden in einem Wald von Weihnachtsbäumen. 12 Uhr. Neue Dienstanweisung bei Netto. An der Käsetheke wird mit sofortiger Wirkung ein frohes Fest gewünscht. Der Teddy-Markt kündigt für den Nachmittag Vergeltungsmaßnahmen an. 10. Oktober, 7 Uhr. Obi schaufelt Kunstschnee in die Schaufenster. In einer eilig einberufenen Krisenversammlung fordert der aufgebrachte Norma-Geschäftsführer Walter T. von seinen Mitarbeitern lautstark Weihnachten bis zum Äußersten und verfügt den pausenlosen Einsatz der von der Konkurrenz gefürchteten CD Weihnachten mit Mireille Mathieu über Deckenlautsprecher. Der Nachmittag bleibt ansonsten ruhig. 11. Oktober, 8 Uhr. Anwohner der Weißenburger Straße versuchen mit einer einstweiligen Verfügung, die nun auch von Teddy angedrohte Musikoffensive Heiligabend mit den Flippers zu stoppen. 9.14 Uhr. Ein Aldi-Sattelschlepper mit Pfeffernüssen rammt den Posaunenchor Adveniat, der gerade vor Obi zum großen Weihnachtsoratorium ansetzen wollte. Aldi dementiert. Es habe sich bei der Ladung nicht um Pfeffernüsse, sondern um Christbaumkugeln gehandelt. Die Fronten verhärten sich. Die Strategien werden zunehmend aggressiver. Auf einem Polizeirevier meldet sich die Diabetikerin Anna K. und gibt zu Protokoll, sie sei soeben auf den Nettoparkplatz zum Verzehr von Glühwein und Christstollen gezwungen worden. Die Beamten sind ratlos. 12 Uhr. Seit gut einer halben Stunde beschießen Obi, Edeka und Netto die Fußgängerzone mit Schneekanonen. Das Ordnungsamt mahnt die Räum- und Streupflicht an. Umsonst. Teile der Innenstadt sind unpassierbar. Eine Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes beginnt mit der Bergung der Eingeschlossenen. Menschen wie du und ich, die nur mal in der schönen Herbstsonne bummeln wollten.